This is Women with Eggs, we don't want to die in hospital. Frauen und Eisprung, wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Ja. Ja. Die große Frage, zweites Licht oder nicht? Ich guck's mir nachher an. Ja. So. Thema ist Patientenverfügung. Ich habe dazu das Buch der Verbraucherzentrale NRW zum Thema Patientenverfügung. Das Buch kostet 10 Euro und ich bin angekommen bei Beratung und Unterstützung und auf Seite 27 geht es um Betreuungsvereine. Betreuungsvereine sind als eingetragene Vereine oft unter dem Dach großer Wohlfahrtsverbände tätig. In erster Linie sollen sie ehrenamtliche Betreuer werben und sie bei ihrer Arbeit unterstützen. Daneben beraten sie rund um das Thema Betreuungsverfügung. Da die Formulierung von Patientenverfügung immer größeres Interesse erfährt, beraten viele Betreuungsvereine auch zu diesem Thema und stellen Informationsmaterial zur Verfügung. Die Arbeit der Betreuungsvereine wird staatlich gefördert. Die Beratung ist in der Regel kostenfrei. Adressen der Betreuungsvereine finden Sie im örtlichen Telefonbuch. Und dann kommen die Notare. Notare können zu Vollmachten und auch Verfügungen beraten. Da es bei Notaren keine Spezialisierung auf bestimmte Themengebiete gibt, ist es empfehlenswert, sich vorher nach Tätigkeitsschwerpunkten zu erkundigen oder auf Empfehlungen aus dem Bekanntenkreis zurückzugreifen. Sie können Ihre Vollmacht bzw. Verfügung notariell beglaubigen oder beurkunden lassen. Eine Beurkundung, die eine Beratung beinhaltet, ist vor allem dann in Anspruch zu nehmen, wenn Regelungen zu Grundstücken oder Firmeneigentum zu treffen sind. Für die Leistung des Notars fallen gesetzlich geregelte Gebühren an, die sich nach der Höhe des sogenannten Geschäftswertes richten, also dem Wert von dem, was beurkundet oder beglaubigt werden soll. Info. Zurzeit betragen die Gebühren zum Beispiel für eine Vorsorgevollmacht inklusive Beratung und Belehrung bei einem Geschäftswert von 50.000 Euro 165 Euro. Und jetzt, liebe Jungen und Mädchen aus Höschheit, Finger weg von Vollmachten. Ihr wollt das nicht. Die Maximalgebühr beträgt 1.735 Euro. Die Gebühr für eine reine Patientenverfügung beträgt in der Regel 60 Euro. Hinzu kommen jeweils die Mehrwertsteuer und Auslagen. Fragen Sie zur Sicherheit vorab nach den Kosten. Also, Patientenverfügung 60 Euro. Gut, erstlicher Schweiß. Mich verklagen Rechtsanwalt. Deshalb mache ich das hier. Also, ein angeblicher Rechtsanwalt verklagt mich. Ich muss das immer dazu sagen, ich glaube nicht, dass der mal Rechtsanwalt ist. Die Leistung ist nicht erbracht worden. Die Leistung war ungenügend.
Vollmachten und Verfügungen, jetzt sind wir beim Thema Rechtsanwälte. Vollmachten und Verfügungen sind rechtliche Regelungen. Eine Beratung zu den möglicherweise entstehenden Fragen bieten auch Rechtsanwälte an. Erkundigen Sie sich vor der Beauftragung, ob der Anwalt Erfahrung im Aufsatz von Vollmachten bzw. Patientenverfügungen hat. Auch die Höhe des Honorars sollten Sie vorher erfragen. Sie hängt unter anderem davon ab, ob nur eine Beratung erfolgt oder auch ein Schriftstück formuliert. Okay. Das Arschloch wollte mich in eine Vollmacht reinschwätzen. Das geht nicht. Liebe Jungen und Mädchen aus Höschheit, Finger weg von Vollmachten. Verbände und Vereine. Die Selbstbestimmung bei der medizinischen Versorgung in den Fällen, in denen sich die Betroffenen selbst nicht äußern können, ist ein wichtiges Thema für viele Verbände und Selbsthilfevereine. Selbsthilfe in Klammern. Wer im Internet recherchiert, findet eine Vielzahl von Angeboten mit Informationen und Musterformularen. Es sind vor allem Organisationen, die sich mit schweren Krankheiten, zum Beispiel Krebs oder Schlaganfall, befassen oder die direkt zum Umgang mit Sterben und Tod arbeiten. Eine persönliche individuelle Beratung bieten jedoch nur wenige an. Einige Hospizvereine oder Hospizeinrichtungen haben persönliche Beratungsangebote eingerichtet oder es gibt Telefonauskünfte, wie zum Beispiel beim Zentralarchiv des Deutschen Roten Kreuzes oder der Stiftung Patientenschutz. Adressen finden Sie ab Seite 142. Deutsche Stiftung Patientenschutz, Seite 162. Gießen Dortmund, Europaplatz 7. Für Mitglieder Hinterlegung von Patientenverfügungen und Vollmachten als Volltext im Bundeszentralregister Willenserklärung. Mitgliedsbeitrag für Einzelpersonen 42 Euro im Jahr. Es gibt aber auch das Zentralarchiv des Deutschen Roten Kreuzes, da kann man es einmalig für 70 Euro hinterlegen. Humanistischer Verband Deutschlands, Zentralstelle Patientenverfügung. Okay. Das war's mit Möglichkeiten der Vorsorge. Nächstes Kapitel ist Patientenverfügung. Dann geht's los. Bis später.